haben der Verteidigung der Seth einen schweren Schlag versetzt. Jetzt kommen wir an den Strahl ran. Sichere die Landezone. Ich komme runter. Okay. So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video von Crysis 3 Remastered. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein habt. Ja, im letzten Video haben wir ein paar Nebenmissionen gemacht. Nebenmissionen anzeigen. Und die letzten zwei Türme zerstört. Und jetzt eiert Psycho. Ich wollte schon Falcon sagen. Eiert Psycho da oben so rum. Ich weiß nicht, auf was der so schießt. Ich sollte mal lieber auf die Leute hier schießen. Was schießen die? Die schießen auf Psycho. Hab ich Psycho gesagt? Ich meine, gibt Psycho. Hä? Ich sehe einfach keine Sau. Da. Ich häng schon wieder an irgendeiner Kacke fest hier. Meine. Ich hör dir auch was Eier, Alter. Auch wenn er Nachschlag war. Wo kommen die ganzen Geier jetzt her? Psycho, wie wär's, wenn du mal ein bisschen. Achso, ist ein Ober. Oh, kein Wunder, das hat nicht so funktioniert. Wie ich dachte, wenn da so ein Obermufti kommt. Was hat denn Obermufti? Ihr Yankees nennt das Tote aufschießen. Und wie das tue ich? Sache! Junge, gib mir die auf Eier! Wo bist du geil denn jetzt? Auf was für ein Dach landest du denn? 80 Millionen Kilometer entfernt, Junge! Bin unten! Nimm dich hinter die Kanone! Komm schon! Ja, willst du mich verarschen? Ich muss ja immer zu dir kommen, du Fritte! Ja, lass mich doch jetzt... Kann ich nicht? Kann ich nicht. Hey, hätte ich gewusst, dass ich mal Taxifahrer werde, hätte ich einen Schein gemacht. Anschnallen! Ich hatte schon seit einer Weile was im Nacken. Das wird jetzt etwas... Hallo, Leute! Okay. Wow, Alter, wie soll ich denn hier mal was schießen, Alter? Ich dürfte sie aufhalten. Hat das funktioniert? Keine Ahnung. Verdammt! Schüttle ihn ab! Flieg Ausweichmanöver! Das musst du mir nicht sagen. Mein Urgroßvater hat über London Defiance geflogen. What? Was hier damit? Der ein, das ist der zweite. Ich seh einfach ein Teil. Du das Schwein runter! Weiter Feuer! Schieß den Bastard ab! Schieß ihn ab! Erwischt! Wow!
Komm ich gar nicht hin mit der Kanone. Boah, wohin? Das Sound von Halo, wa? Würde ich ja gerne. Wenn du die Karre mal ein bisschen ruhiger halten würdest. Ja, Psycho, wohin willst du? Alter, wenn du die Karre mal ruhig halten würdest, dann würde ich auch treffen. Ich sehe einfach gar nichts. Wo denn? Wen denn? Was denn? Ding hält aber ganz schön viel aus, wa? Tintenfische von so wenigen abgeschlachtet. Ich sehe hier nur noch Warnlampen. Wie sieht's bei dir da hinten aus? Mehrere Brände. Sieht nicht gut aus. Die Kiste fällt gleich auseinander. Okay. Am Boden können wir nicht landen. Ich versuche irgendwie das Loose Haddon-Gebäude zu erreichen. Von dort hast du einen tollen Blick auf den Strahl. Klingt das gut? Versuchen wir es. Gleich haben wir es. Komm schon! Komm schon! Ich glaube, wir haben's geschafft. Scheiße. Kümmer du dich um die Triebwerke, ich halte sie auf. Oh ja, Sir, natürlich, Sir. Ich darf das Flugzeug des Herrn reparieren, während er ganze Alien-Horden ins Jenseits schickt. Ganz toll, deshalb bin ich zur Armee gegangen. Fertig? Ja. Ich wollte dich nur nicht stören, weil du gerade so viel Spaß hattest. Nein, ich bin natürlich noch nicht fertig. Idiot. Okay, ich denke, wir kriegen ihn wieder flott. Aber ich brauche noch ein bisschen. Ich sehe aber gar nicht, wo sind die? Steig ein. Bin doch drin. Hast du das schon mal gesehen? Was ist das? Weiß der Teufel. Töten wir es einfach. Da! Töten wir es einfach? Da! Voller Plan. Beim letzten Mal hat funktioniert. So, das scheißt jetzt schon über die physische magische Kräfte. Was ist denn jetzt los, Alter? Aber ich habe eine gute Schrotflinte. Die ist ja... Oh oh. Sprinte, du Fritte! Wie kannst du denn nicht sprinten?
glaube, ich sollte vielleicht mal erstmal die komischen Dinger da platt machen. Die komischen Scheißteile da war. Oh oh. Was ist denn jetzt los? Boom! Junge, was ist denn jetzt los? Ja, ich kann nichts, Mann. Genau. Soll noch mehr kommen? Noch 150 Millionen Leute? Willst du mich da verarschen, du Frittenkopf, Alter? Was auch immer das für eine Knarre ist. Boah. Digga, du sollst die Knarre nehmen. Das war für mich nicht so schlau.
Kommt der Tönnet wieder? Daneben geschossen. Du bist da so blöd, Prophet, Alter. Glaubst du nicht. Warum kann er nicht sprinten? Boah, lauf doch, du Penis, ey! Boah, sprinte! Meine Fresse! Krepier doch endlich, Mann! Was ist das jetzt hier? Oh, willst du den schießen? Am Mappen oder was? Alter, du bist echt scheiße, weißt du? Ne, wo ist denn die andere Wumme jetzt hier? Willst du mich jetzt? Willst du mich verarschen, wo ist die Knarre? Da. Meine Fresse, ey. Komm zusammen, ey. Man krepiert das wieder mal irgendwann. Schon wieder, Alter, geh doch eigentlich kaputt. Boah, meine Fresse, gib mir auf den Senkel. Die Knarre ist voll scheiße. Gut, die hat viel Durchschlagskraft, aber jetzt nehmen wir die andere. Ich schrufe in den Wald, die ist gut. So, was jetzt hier? Michael? Wo zum Teufel bist du?
Neustart initialisiert. Michael, hörst du mich? Maximal. Falls du das hörst, weißt du, wo du mich findest. Ich werde ihn töten. Gut, so Leute, ich würde sagen, dann bin ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf wart. Jo, wir sind jetzt hier irgendwo in so einem Schutthaufen, sag ich mal. Sind verschüttet. Boah, man sieht einfach gar nichts. Ich wüsste jetzt schon immer mehr, wo ich hin muss. Doch, da. Alter, ist so eng hier. Und so dunkel. Gut, ich kann. Maximale Panzerung. Derzeit nicht verfügbar. Toll, ich kann nichts machen. Keine Panzerung und keine Dinge. Gut, läuft ja, funktioniert ja wieder super gut. Egal, gut. Dann wollen wir uns im nächsten Video hier so durchkämpfen, durchschleichen, durchkrabbeln, was weiß ich. Und dann gucken, ob wir dann zum Alpha-Theft kommen. Oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wird man ja dann sehen. Aber so langsam sollten wir das Vieh mal langsam töten. Sonst bringt das nichts mehr alle. Dann kommt eine super, mega, hyper Armee und dann ist sowieso Feierabend. Dann ist die Erde komplett am Arsch. Jo, und dann kann auch so ein Prophet nichts mehr viel machen. Jo, wenn ihr drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Vielleicht kann es gar nicht sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch also einen schönen Tag. Bis dahin und schönen Mittel.